Also, yo, peace, Leute. Endlich mal wieder Unboxing-Time. Ja, und diesmal seit langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Katana. Ja, Yarino Hanso, also Katana Markt Deutschland, hat mir ein Katana zum Testen geschickt. Ja, und das checken wir jetzt mal aus. Ne? Wir machen jetzt Unboxing, Ersteindruck, Quali-Check. Ja. Und dann wird später auf jeden Fall noch ein ganz besonderes Testvideo kommen. Diesmal kein Freestyle-Cutting, diesmal traditionelles Tamashigiri. Und dafür habe ich mir den Tobi an die Seite ausgecheckt. Ja? Und es wird auf jeden Fall noch richtig cool. Ich werde dann vielleicht auch ein paar Freestyle-Cuts machen. Und auf jeden Fall Top-Sache. Ne? Ich fange jetzt mal das Auspacken an. Wir haben hier das Yarino Hanso Kuroda Katana, und zwar das 10th Anniversary, ja? Das heißt 10. Jubiläum. Vor 10 Jahren kam das Katana mit als eins der ersten raus, was eben Yarino Hanso auf dem Katana-Markt da hier gehabt hat. Ja? Und in der Form, wie das damals rauskam, haben die das jetzt neu aufgelegt. Ja, damals war das noch mit 1060er Klinge und ohne echte Hammung. Und jetzt haben sie es mit 1060er Klinge und echter Hammung. Ja. Und das ist so dieses Urding, was Yarino Hanso halt eben von Anfang an hatte. Ja. Und soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, ist das auch in limitierter Auflage. Ja. Da wird es dann nicht so viele geben davon. Ja. Es gibt noch eine Neuerung beim Katana-Markt Deutschland. Sonst war ja nur in der Superior-Linie, waren die Klingen mit echter Harmon. Jetzt hat mittlerweile bei der Performance-Serie alle mit echter Harmon. Bei der Practical-Serie alle mit echter Harmon. Alle mit 1060er Klinge. Dann hat man ja das Mokko damals, die Basic-Serie mit echter Harmon, da wo ich den Destruction-Test gemacht habe. Ja, 1045er Klinge mit echter Harmon. Also top. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier die Performance-Linie. Ja, das heißt, 1060er Klinge mit echter Harmon eben, Polierung, hoffe ich mal, dass er verspiegelt ist, je nachdem. Bei dem Nambu, bei der Practical-Linie, war es ja satiniert, was auch okay war. Und wir haben praktisch von den Anbauteilen her, haben wir schon die Superior-Qualität, also echte Seide, Wicklung mit Hishigami-Papier, Anbauteile aus Metall bzw. Kupfer oder Messing, ja. Koikuchi und so weiter und so fort mit Büffelhorn, und das haben wir jetzt hier beim Kuroda eben auch. Ja. Superior-Linie ist dann die nächste Steigerung, da haben dann die Klingen 1095er oder sind laminiert oder gefalten. Und was jetzt auch neu ist und was cool ist, das kann man sich wirklich mal angucken. Wir haben jetzt Daishos, ja, ganz viele verschiedene, und sie haben eine Shogun Elite-Serie, also das ist auch sehr interessant. Ich hau natürlich den Link zu dem Schwert und zum Katana-Markt Deutschland in die Beschreibung, ist klar, da könnt ihr euch das alles mal angucken. Ja. Genau, so viel mal dazu. Paket kam jetzt aus Spanien, hat glaube ich gedauert. Letzte Woche Donnerstag ist es glaube ich raus, heute ist Dienstag. Also es war jetzt noch Wochenende und Sonntag dazwischen. Hat super geklappt, DHL. Paket ist top verpackt. Und genau. So, Ersteindrücke, Unboxing und Quali-Check. Na, hat bis jetzt alles sauber geklappt. Katana-Markt nach wie vor. Die hatten dann Probleme in letzter Zeit, die hatten wenig Angestellte und so, da sind einige Leute, also wie gesagt, die waren dann unterbesetzt, haben dann Probleme gehabt, aber jetzt im Moment scheint wieder alles zu passen. Also wenn ihr da E-Mail schreibt, ihr kriegt dann auch Antwort und so weiter und so fort. Ja, wenn es mal ein paar Tage dauert, dann muss man da ein bisschen Verständnis zeigen, aber im Großen und Ganzen wird man dann nach wie vor gut beraten, gell? Also wie gesagt, immer vorher mal anschreiben, sich beraten lassen, bevor man was bestellt, sagen, darauf lege ich Wert, auf die Schärfe, auf die Anbauteile und so weiter und so fort, ja, und dann erst bestellen. Also nicht immer einfach ins Blaue rein bestellen. Ich finde, man soll sich da immer beraten lassen, und dann ist man auf jeden Fall immer am besten bedient. Und dann wird man auch im Normalfall gut beraten. So, also wie gesagt, gut eingepackt. Blisterfolie, Yarino Hanso Karton und noch in einem Karton drin. Normalerweise sollte da jetzt eine Box dabei sein, oder wenn man Superior bestellt, ist ja dann noch diese Ledertasche dabei, die wo sowieso am geilsten ist, also die ist wirklich super geil. Hier haben wir jetzt eine lilane Baumwolltasche mit Yarino Hanso Zeichen dran. Ja, ist ganz cool, gibt es nichts zu meckern.
Habe ich bei meinem Shinobi-Katana auch die lilane. Die haben natürlich auch schwarze oder so ganz bunte. Aus Seide gibt es auch. Jetzt haben wir hier die lilane erwischt. Die ist ganz cool. Oh, okay. Das sieht schon mal gut aus. Oh, da geht ein Ari sein Herz auf. Okay, also. Was haben wir denn hier? Hochglanz lackierte Saya. Hier sieht man sofort Büffelhorn. Hier vorne auch und hinten die Abschlüsse auch. Die ist top lackiert. Oh, das ist fest drin. Oh. Top lackiert, gibt es gar nichts. Das Schwert fällt auch schon mal nicht raus. Und es ist auch relativ fest in der Saya drin. Wicklung ist auch sehr fest sogar. Ja, die Wicklung ist sehr fest. Auch der Endknoten ist gut. Ja. Okay, das Ding ist auch gut geölt, das machen wir jetzt gleich mal sauber. So wie es aussieht, machen sie wahrscheinlich kein Wachs mehr rein. Das finde ich ganz gut. Das ist echt mal ein cooler Deal. So, aber sonst waren ja immer diese Wachsrückstände in der Saya bei Yari no Hanzo. So, jetzt machen wir aber erstmal bei der Saya weiter. Also das ist auch gut gemacht hier, die Koikuchi ist sogar sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Also Saya passt auf jeden Fall. Ich zeige das mal kurz in die Kamera. Ich hoffe, man sieht es auch. Ja. Also die Koikuchi ist sehr gut gemacht, da sind keine Ausbrüche oder Risse. Da hier sieht man die Abschlüsse, das Büffelhorn und so weiter und so fort. Also die Saya, die ist sehr leicht, das muss man dazu sagen. Was genau das für Holz ist, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen, top. So. Da muss man aufpassen, dass man es nicht aufs Schwert setzen, gell? So. Jetzt kommen wir mal zum Schwert himself. Also, wir haben keine verspiegelte Klinge. Beim Dotanuki, das was es in der Superior-Linie gibt mit der 1060er Klinge, da ist sie verspiegelt. Die Klinge ist jetzt gut satiniert, leicht verspiegelt. Ja? Was aber den Vorteil hat, man sieht die Harmon richtig, richtig geil. Ja? Wir haben eine sehr tiefe Bohi. Die Klinge an sich ist auch nicht zu dick, aber sie wirkt massiv. Die Bohi geht bis daher. Ja, es hat eine sehr markante Krümmung. 2 cm, 72 cm Klinge, 27,5 cm Griff. Also der Griff ist recht kurz, ist aber nicht zu dünn, also er liegt gut in der Hand. Super fest. Abaki Seba ist im versilberten Style. Ja. Ja, die hat ein bisschen leicht Spiel, aber das macht nichts. Das nach dem ersten Mal zerlegen und reinigen ist es sowieso meist so, dass die ein bisschen Spiel haben. Dann klopft man hier mit dem Hämmerle drauf, mit dem Holzhämmerle, dass das ein wenig zusammengeht und dann passt es wieder. Ja. Aber Zuba ist fest, Endkappe ist fest. Griffzwinge ist fest, das ist das A und O. Ich werde es dann auch mal zerlegen, werde da gucken. Die Abaki, minimales Spiel, aber das ist also, da kann man drüber hinwegsehen. Die Kisaki, die wird sehr schnell spitz, ist sehr kurz, das ist glaube ich eine Chukisaki. Ja. Die ist leider nie so schön poliert, also die ist einfach,
Die Schneide ist längst poliert, die Kisaki ist so poliert. Ich meine, die hebt sich dadurch gut ab, aber man sieht halt da die Hamo nicht drauf. Aber das ist bei vielen, vielen Schwertern so, in dem Preissegment, ja. Es ist okay, dafür ist sie echt ultra spitz und ultra scharf und die Yokote ist gut gemacht, da kann man nichts sagen. Ja. So, jetzt machen wir gleich mal hier Schärfetest out of the box. Das ist das A und O, also es scheint scharf zu sein. Schärfer geht natürlich immer, das ist klar. Man muss auch dann, wenn man mal viel mit gecuttet hat, muss man auch bereit sein, da nachzuschärfen, selber. Aber ich sage mal so, wenn es out of the box Printpapier tauglich ist, dann ist immer alles okay. Ne? So, handelsübliches Printpapier. Ja. Also das ist scharf. Definitiv. Zum Flaschencutten. Und ich schätze auch mal bei der Schärfe zum Ari-Rollencutten. Also das ist echt in Ordnung. Da wenn man jetzt noch ein paar Mal mit 3000er drüber geht, dann kann man so richtig Rasiermesser scharf machen. Ja? Was aber manchmal auch ein wenig ein Käse ist, weil wenn es ein Gebrauchsschwert ist, dann wird er sowieso immer wieder abgestumpft. Und dann muss es ja eine gewisse Gebrauchsschärfe halten. Und meistens diese Schärfe, was es direkt nach dem Schärfen hat, die ist eigentlich unrealistisch und die ist auch nicht lange da. Der Flachschliff ist super ausgeführt. Super Flachschliff auf Null. Wir haben keine Schneidphase, nix. Also wirklich, der geht auf Null runter. Und ist eben brutal scharf, also da gibt es gar nichts. Die Klinge ist auch absolut gerad. Sie ist hier recht dick, ich schätze mal 3,2 und geht dann hier vorne runter auf 2,6, schätze ich mal. Wie gesagt, die Kisaki ist sehr, sehr spitz. Super, alles gerad montiert. Griff. Griff ist auch fest. Ja. Hört sich gut an, die Angel, die geht mindestens bis hierher. Wicklung ist fest. Wir haben eine Seitenwicklung, wir haben eine echte Rochenhaut. Aber alles fest, Endknoten passt auch. Ja, also ich würde sagen, tipptopp. Ja. Ich halte es jetzt nochmal in die Kamera und ich hoffe, ihr seht ein paar Details vielleicht jetzt. Oder die Hamon. Die Hamon, die ist halt auch richtig geil gemacht. Ja, hier sieht man sie. Na? Es ist eine gute Polierung, sie ist so verspiegelt, satiniert, aber ist halt nicht komplett verspiegelt. Bei der Superior-Linie sind die dann alle immer verspiegelt. Ja? Ja, Griffzwinge. Super. Diese Kriegswicklung eben. Na, also Klinge gerade. Ja, hat was. Hat was. Es ist sehr leicht, es wiegt bloß 1050 Gramm mit Seier, 1200 noch was. Machen wir mal einen Swoosh-Test. Okay, also es swoosht richtig geil. Es ist ein leichtes Schwert. Griff können für meine Dinge ein bisschen dünner sein, ein bisschen taillierter, ja. Aber ansonsten, so ist er wenigstens schön massiv. Wie gesagt, ich werde das Ding mal zerlegen, da sieht man dann sowieso, was Sache ist. Das werde ich dann beim Cutting-Video, werde ich das euch dann sagen, ob da alles passt. Also, das Ding kostet im Moment, glaube ich, 400 Euro. Wenn ich jetzt mal vergleiche mit dem Nambo, 200 Euro. Beim Nambo sind halt die Anbauteile wesentlich schlechter gemacht. Und ja, ansonsten da ist wirklich alles okay. Also passt, scharf, guter Schliff, gute Polierung, schöne Hamon. Kisaki kann man besser machen. Hier Anbauteile, soweit alles okay, finde ich. Schöne markante Krümmung wieder. Aha. Also es wird ja dann auch ein Cutting-Schwert werden. Ja, so wie es aussieht. Und ich würde sagen, passt. Ja. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ihr könnt auch beim Katana-Mart anschreiben.
Ja, da werdet ihr dann auch beraten. Ich baller auf jeden Fall den Link in die Beschreibung zu dem Schwert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens bei den Schnitttests wieder. Ja? Also der Tobi kommt dann, wir machen dann traditionelles Tamashigiri. Oder besser gesagt der Tobi, weil der Onkel Ari kann das nicht so ganz so gut. Ja? Und dann schauen wir mal, wie sich das Schwert schlägt. Ja? Also ich habe bis jetzt mit dem Nambu gute Erfahrungen gemacht. Da müsst ihr euch mal die Cutting-Videos reinziehen. Für ein 200-Euro-Schwert hat es gut weggesteckt. Damals auch mit den Mokko-Katanas. Ja? Ich hatte ja das Dotanugi auch schon und da habe Superior-Schwerter. Also da ist man wirklich gut beraten. Wenn die Klinge das verspricht, wenn die durch den Tadamis durchgeht, wie wir das erwarten, dann scheint es sehr tauglich zu sein, das Schwert. Ja? Und jetzt vom Ersteindruck, ich muss sagen, gut verarbeitet. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, wir haben hier keine Ahnung, 1000 Euro Schwert aus Japan oder sonst was. Es sind Production-Schwerter, Massenschwerter aus China, es ist einfach so. Also Kleinigkeit, wenn dabei ist, dann muss man halt dann sich überlegen, ob man darüber hinwegsehen will oder nicht. Zum Beispiel hier ist die Yabaki ein bisschen locker, aber das, wie gesagt, sowas fixt man selber, weil spätestens nach dem ersten Zerlegen ist sowieso nichts mehr alles so, wie es vorher war. Das sind natürliche Materialien, Metalle, Holze, das arbeitet natürlich und irgendwann ist es halt einfach so. Aber das kann man ja mit den kleinsten, einfachsten Mitteln kann man das ja fixen. Ja, das A und O ist halt, alles gerade montiert, der Rest fest, Klinge gerade, Schliff gut, Polierung gut, Schärfe geil. Ja? Materialien geil. Ja? Metallanbauteile, echte Rochenhaut, Seitenwicklung. Ja, hier an der Saya haben wir Büffelhorn und so weiter und so fort. Also würde ich sagen, passt. Ersteindruck, top. Schönes Schwert, gefällt mir auch optisch gut. Und dann schauen wir mal, was bei den Cutting-Tests dabei rauskommt, ja? Okay, Männers. Und da haben wir dann natürlich auch Nahaufnahmen im Freien und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal weiter, gell? Also, in diesem Sinne, Peace und Cuts out for life. Checks and Cuts out.